Hi zusammen, willkommen zurück zu Far Cry 5. So, endlich geht's mal wieder weiter. Ich habe schon eine ganze Woche nicht mehr gespielt. Oh Gott, ist das lang. Okay. Du wirst uns helfen, diesen Berg zurückzubekommen. Ja, klar. Oh, hier quatschen alle durcheinander. Das ist. Ja, ja, lass mich jetzt mal in Ruhe. Wo geht's denn hier raus? Ah. Gibt's hier noch irgendwas? Ich habe keinen Plan, was ich. Oh, was zum Verkaufen. Oh, und tschüss. Oh, wow. Hab ja richtig Kohle. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich bestimmt noch irgendwas aufmotzen hier. Hat man ein Scharfschützengewehr schon einen Schalldämpfer? Jawohl, sehr schön. Ich glaube, den könnte ich mir tatsächlich mal gönnen. Naja, egal, das machen wir aber jetzt nicht jetzt. Geht's hier raus? Ja. So, könnt ihr jetzt mal aufhören, hier dazwischen zu quatschen? So, wie gesagt, ich habe eine ganze Woche nicht gespielt. Ich habe allerdings keinen Plan, was wir jetzt machen müssen, genau. Deswegen muss ich mal ganz kurz gucken. Wo sind wir denn? Ach, hier. Rette die Angehörigkeiten. Angehörigkeiten, ja. Okay. Ja. Geiseln retten. Sehr schön. Besucherzentrum. Ist nicht mal weit weg. Da können wir hinlaufen. Würde ich sagen. So, was ist hier? Kaufen? Was? Was kann man hier. Ah, Hubschrauber. Wir könnten natürlich auch fliegen. Aber ich glaube, wir machen einen kleinen Nachtspaziergang im Wald. Oh, Peggy's. Oh. Hier gibt. Oh, verdammte Scheiße. Jetzt wollte ich gerade jagen, weil ich ja noch mehr Kohle brauche. Voll daneben. Ach, hör doch auf. Komm her, du. Jawohl. Wo ist es? Das war wohl nichts, ihr Hirnis. Es ist die Schattenkorb. Feindgesichtet. Ciao. So, hoch hier. Hopp, hopp. Deputy, Lila hier. Ich kann dich sehen. Hab den ganzen Berg mit Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Okay, hier haben wir eine Geisel. Oh, da ist auch eine Geisel. Wie gesagt, wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Abwasserrohr? Wo? So. Gut, der Herc ist jetzt hier. Der heißt doch Herc, oder? Ja. So, du bleibst mal jetzt genau hier sitzen, weil du machst mir zu viel Krach mit deinem Raketenwerfer, was auch immer das sein soll. Abwasserrohr. Wo ist hier ein Abwasserrohr zum Teufel? Die gute Jazz nehme ich mit, die hat nur einen Bogen, die ist nicht laut. Das passt. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Ah, da ist das Rohr. Na, dann komm mit. Junge, mach doch mal die Lampe aus, ey. Das sieht doch jeder. Okay, hier haben wir noch Pfeile. Oh, 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 oh. Ach, da unten ist einer. Den könnte ich theoretisch mit der Sniper wegholen, oder? Das war eine schlechte Idee. Naja, egal. Solange die Geiseln überleben, ist alles cool. Shit. Shit. Wow! DC,
zu, wie ich in Fahrt komme. Ich gehe voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Alter, hat der jetzt gerade mit seinem Raketenwerfer geschossen, oder was war das? So ein Mist aber auch. So. Ich muss ja ein bisschen vorsichtiger sein. Sonst gehen die Geiseln noch drauf. Oh, 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 oh. Puh, das war knapp. Scheiße, scheiße. Ach, scheiße, sie wissen, dass du da bist. Das war schlecht. So. Hoppla. Jetzt aber ganz schnell die Geiseln retten hier. Wow, oh, das war knapp. So. Nur keine Panik, ich rette erstmal die anderen drei. Da ist noch einer. Darauf läuft's also hinaus. Nee. Bitte schütte dir was. Rette unsere Leute an der Redstone. Die haben zwei Whitetails am Hawkeye-Tunnel. Okay, hier fehlt noch einer. Wo ist denn der? Hallo, Sir. Haben Sie einen Moment? Nein, hab ich nicht. So, noch ein Zettelchen. Dann ist noch eine. Wo ist die Geisel? Habe ich Tomaten auf den Augen? Hä? Nee, den habe ich ja schon befreit. Wo ist denn der letzte? Krass, wie schnell ist es wieder hell geworden. Ist ja Wahnsinn. Ach, da. Du musst mir helfen, die hätten mich umgebracht. Danke. Wir waren noch mehr. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitetails zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstand zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Wo, wo? Da. Okay. Herausragende Arbeit, Deputy. Wir werden uns diesen verfluchten Berg von Jacob zurückerobern. Ich weiß es einfach. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauberkonvois, um nach Whitetails zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Wo ist der Wolf hin? Komm, ich brauche die Kohle. Hey Deputy, wollte mich mal wieder melden. Wir haben in den letzten Tagen eine Menge Leute verloren. Walker, erinnerst du dich? Der stotternde Typ? Der ist verschwunden. Pass einfach auf dich auf, okay? Wir dürfen dich nicht auch noch verlieren. Hey, was ist denn hier? Hallöchen. Das wird geteilt. Sonst noch irgendwas Brauchbares hier? Was auch immer das. Keine Ahnung, was das war, aber ich habe es mitgenommen. Sehr schön. Oh, hallo. Leg das Scheißding um. Mach ich doch. Komm her, du. Mache ich eigentlich nicht so gerne, einfach wahllos Tiere töten. Aber, naja. Ist ja nur ein Spiel, ne? So, wie zur Hölle komme ich jetzt hier rüber? Oh. Geronimo! Ja, hoch! Ah, schade. Warum eine Brücke benutzen, wenn man einen Fallschirm und einen Wingsuit hat, ne? Wo sind die anderen?
Die müssen außen rumlatschen. Loser. Oh, mich juckt's am Auge. So. Ach ja, stimmt, da fällt mir gerade doch ein, dass ich irgendwann mal eigentlich. Ganz ruhig, Straßensperre voraus. Wo denn? Ich sehe ja gar nichts. Eigentlich mal die. Sieht so aus, als hätten sie den ganzen Tunnel besetzt. Wenn du irre bist, geh vorne rein. Wenn du clever bist, geh nach oben. Ich habe noch nicht mal einen Tunnel gesehen. Naja, okay. Habe ich den Haken? Jawohl. Das wichtigste Werkzeug in Far Cry. Hallo, mein Käferchen. Hui. Hey, ach, das ist die Straße. Boah, sieht schon cool aus, ey. Oh. Scharfschütze. Da sind noch mehr. Shit. Ich sehe da was. Sei bereit. Alter, wenn der jetzt mit seinem Raketenwerfer schießt, gibt's aber. Hat der den jetzt gerade umgebracht, oder was? Ey! Der ist tot. Zurück. Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Hier wirft man einen Stein? Ach ja, so. So, Wurfmesser. Ah ja, ne, warte mal. Ich habe ja auch noch Köder. Hä? Oh, lieber nicht. Ich muss ja die Geiseln retten. Shit. Das haben wir da alle mitbekommen. Grandios. So, der ist weg. Nur noch einer übrig. So. Oh! Na! Grafikfehler! So. Scheiße, das war zu laut. Nein, nur noch eine Geisel übrig. Ich glaube, ich sollte den Herc nicht mitnehmen bei sowas. So. Hä? Wo? Da. Ui. Mist, ich brauche einen Raketenwerfer. Gut, ich kann es natürlich auch damit versuchen. Ja, bin dabei. Jawohl. So geht das. Ja, hallo? Klar, wieso nicht? Erstmal wird hier noch ein bisschen geplündert. Die Schwachen sehen sich immer als Helden. Egal, wofür sie kämpfen. Sie halten sich für Krieger.
bist du denn, ey? Aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder. Diese Whitetail-Elites. Das sind keine Soldaten, oh nein. Ihr Anführer Eli ist kein Held. Er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark. Sie sind schwach. Und sie werden gejagt. Aha, okay. So, der hat auch noch was. Oh, doch nicht. Schade. Ne, wo geht's hier hin? Wo bin ich denn? Oh. Okay. Muss ich nochmal zurück? Da gibt's noch mehr zu tun. Sehr schön. So, haben wir alle geplündert? Nein, haben wir nicht. Ja, plündern. Und plündern. Der hat nix. Was hier? Auch nix. So, wo muss ich denn hin? Alles wieder zurück hier runter, ne? Wie weit ist denn das weg? Oh, doch ein Stückchen. Oh. Was haben wir denn da? Oh, sieh mal, ein Riesenelch. Der lässt sich überhaupt nicht ablenken. Treffe ich? Oh. Was ist denn mit dem hier? Und voll daneben. Ach, komm schon. So viel Zeit. Nö, das wird nichts. Das wird nichts. So. Was denn? Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Wolfshaut. Wieso laufe ich eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? Oh, was ist das denn? Was man hier alles findet? Grandios. Allerdings, das kannst du laut sagen. Oh. Haha. Hi. Habe ich getroffen? Ich glaube. Jawohl. Mir gehen die Pfeile aus. Jawohl. Sauberer Sprung. Was gibt's hier? Munition und sonst nichts. So, gehen wir zurück. Aber ich tausche jetzt mal den Herc aus, weil der mit seinem Raketenwerfer, das ist mir einfach zu heftig. Nehmen wir unsere Mietskatze. So. Miet, miet. Adios, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Boah, die Aussicht. Fantastisch. Ah, die kaputte Statue. Oh, das sieht schon echt geil aus. Wenn wir einen Screenshot davon machen. So. Hallo, Katze. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Oh, das klingt nach Ärger. Achtung, Menschen. Wanderer. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann ist es ja nicht mal allzu weit. Und hier steht auch bestimmt irgendwo ein Auto. Ja, guck mal da. So. Radio aus. Ziehen wir es durch. Alles klar. Oh, Peaches, Achtung. Ach, ich hab die Schrotflinte.
Hier den Sünden, wie auch immer das Ding heißt. Ich hab's schon wieder vergessen. Sündenbrecher oder sowas? Ach, keine Ahnung. Hui, 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 hui. Oh, 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 oh. Hä? Wo muss ich denn hin? Hä? Ach, ich bin da. Da bin steige ich mal aus. Ich finde den Eingang nicht. Klasse. Wie komme ich hier rein? Jazz macht Katzengeräusche. Wo zur Hölle ist der Eingang? Nein. Oh. Verpasst dem Viech eine Kugel. Das schaffe ich von hier aus nicht, oder? Oh, doch. Ah, da. Nette Miete. Ich habe den Eingang gefunden. Jetzt bloß nicht reinfallen. Komm, kletter da rein. Geht doch. So ist brav. So, sind wir hier richtig? Jawohl. Huch. Hallo Deputy. Hi. Was gibt's hier? Nix. Komm, ich pack mal die Waffe weg. Irgendwie. So. Sei einfach eine nette kleine Bombe. Und geh nicht hoch, bis ich es dir sage. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ist ja gut. Okay, ich höre mir jetzt mal den Quatsch an. Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also, wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Immer. Aufrüsten. Nee, das mache ich jetzt aber nicht. Weil... Jagen ist das Beste. Hi, hi, hi. Ich will mit dem quatschen. Deputy, schön, dass du zurück bist. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Uiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. So, das machen wir. Das klingt gut. Muss ich jetzt irgendwo hin? Ne, ne, ne? Oh, ist ein bisschen weit weg. Egal. Jazz, du stehst im Weg. Danke. So, ich würde mal sagen, dafür benutzen wir den Heli, wenn ich nicht wüsste, wo es hier rausgeht. Ja, genau. Sehr schön. Moment. Ich glaube, ich gönne mir mal, ne? Wieso nicht? Raus mit der Kohle, bevor sie alt wird. Hier, zack. Noch eine schöne, schicke Farbe. Wie wär's damit?
Ja, klar. Hau raus. So. Warte mal, wenn wir schon dabei sind, gibt es hier auch eine schicke Farbe für die Wumme? Nicht so. Nein, nicht wirklich. Okay, dann nicht. So. Sauber. Kann man immer gebrauchen, so einen kleinen Granatenwerfer in der Hosentasche. Ist ganz praktisch. Ganz besonders, wenn man samstags einkaufen geht. Und die Leute wieder mitten im Gang ihre scheiß Wagen stehen lassen. Kann man sie einfach wegsprengen. Pum! So, wo ist er? Ja, das. Ja. Augen auf die Straße, ich mach den Rest. Alles klar. Hui. Da. Und Vollgas. Du. 5 Minuten noch. Ist die Folge leider schon fast wieder zu Ende. Oder ich mach ein bisschen länger. Mal sehen. Kommt drauf an. Mein Gott, das macht Laune. Allerdings. Huch. Wieder ein Außenposten. So, wo lande ich denn? Am besten hier irgendwo, oder? Andererseits könnte ich auch einfach... Nee, ich soll ja vorsichtig sein, ne? Wie immer. Dann lande ich mal hier. Bisschen holprig. Und. Tada! Okay, von hier aus sehe ich nicht viel. Ich hätte gedrückt halten sollen. Scheiße. Der war gut. Och nö, doch wieder alles. Ach, scheiße. Okay, das wird dann heute wohl doch nichts. Mist. Mit einem Gewehr zu jagen ist, als würde man mit einem Vorschlaghammer eine Hirn-OP durchführen. Echte Jäger jagen mit dem. Bist du drin? Gut, alles nochmal von vorne. Oh. Uiuiui. Ein Kinderspiel. Hast du gar nichts gemacht? Sitzt doch hier nur nebendran. Oh, sehe ich noch eins, zwei Siedlungen, die ich noch übernehmen kann. Oh. Im Ernst? Das soll aber ein Witz sein, die waren da vorne noch nicht da. 3 fucking Hubschrauber? Ach du Scheiße. Gut, ich lande hier nochmal wieder dasselbe Spiel von vor wie vorhin. Diesmal allerdings ohne Sterben, wenn es geht. Das gibt's ja nicht. Tatsächlich, 3 Hubschrauber. Und kein Raketenwerfer dabei. Sehr schön. Wir sind so krass. Aha, geht also schon besser. Hoppa.
Ja, leise mit dem Hubschrauber, genau. Genau. Was zur Hölle macht ihr denn? Lande jetzt den Vogel. Ich geh raus. Nein! Hier, landen. Da, hier, genau hier. So, jetzt aussteigen. Aussteigen. Bin da. Und jetzt? Raus aus der... Ja, brav. Meine Güte. Wenn du jetzt wieder einsteigst, gibt's... Wie hat die denn geparkt, Mann? Ach, unglaublich. Toll. Hätte ich mir das auch mit dem Fallschirm auch sparen können. So. Du bist nah dran. Sei bloß leise da drin. Wir wollen nicht, dass Briggs verletzt wird. Ja, eben das... Okay, ich versuch's. Allerdings... Was ist das für ein? Der ist ja gar nicht rot. Ja. Allerdings doch erst in der nächsten Folge. In dem Fall sage ich danke fürs Zusehen und ja, lasst mir gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.